So, anscheinend ist das da oben an diesem Schnellreisepunkt. Ach, hier. Was? Zeigt mir der da unten an. Jetzt wieder irgendwie, dass ich hier bin. Ah. そろそろ我慢の限界だ。おお、はあ、これはあの、自殺、殺しに。 Alles gut. Polizei! Mit erhobenen Händen rauskommen! Was ist der Unterschied zwischen den Gebäuden? Hier ist der Punkt. Nicht so cool. Oh, das ist so cool. Das ist verpackt. Gut so. Ist alles gut für dich. Du bist dein Bestes. Oder? Das ist, ja, das ist verpackt. Das nimmst du deinem Besten, Junge. Ich bin Brandon, eine gut gelaunte Spontan-Bedarfserfüllungsmaschine von nebenan. Wie wär's mit einem Kaffee? Aber Vorsicht, könnte super lecker sein. Hier ist die Quest. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ich weiß, es ist nicht markiert. Hm.
versuchen wir es noch einmal. Ich fühle mich nicht gut. Was empfiehlst du? Armer Jerry. Hat Maggie dich wieder auf die Couch geschickt? Yep. Das müssen wir noch beheben. Das ist ein Automat hier. Okay, versuchen wir es nochmal. Wie heißt du? Ich bin Brandon. Deine gut gelaunte Spontanbedarfserfüllungsmaschine von nebenan. Wie wär's mit deinem Kaffee? Aber Vorsicht, könnte super lecker sein. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ey. Was machen wir da? Dann sind wir erstmal später gekommen. Das haben wir erstmal kennengelernt. Das ist auf jeden Fall hier. Das ist gleich markieren, oder? Ja, direkt am Punkt vom Megagebäude. Aber ich wollte das jetzt erstmal machen, oder? Also. Das hier machen. Genau, ich habe hinten das Ho-Oh gesehen, da kann man vielleicht wenigstens eine hören. War es das Ho-Oh? Das ist momentan nicht so viel los. Das ist doch die Bar, oder? Wo ist denn hier der Eingang? Hallo, kennt ihr den Eingang von Hugo? Steht zwar als Hugo, aber irgendwie. Also rechts Seite. Wo seid ihr hin? Ja. Das Poster. Ja, egal. Ist ein Effekt. Das ist da unten. Ich freue mich schon, wenn das Spiel online kommt. Ich habe momentan, ich wollte die ganze Zeit bei GTA reinkommen, aber keine Ahnung, ich habe mal abgelehnt bei den, für dieses GTA RP, ne? Ja, da wollte ich rein, abgelehnt. Hab ich dann gelassen, da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Ich hoffe, Cyberpunk Online wird besser. Ich bin nicht so der Fan von der ganze Scheiße. Ich muss das machen. Ich habe da erstmal reingeguckt. Ich habe zweimal Kontrolle gemacht, weil das falsch in Frage war. Das war. Sieh dir mal den Anhang an und geh zu der angegebenen Adresse. Ja. Dort übernimmst du ein Auto von Sergei Karasinski. Ja, sehen. Damit fährst du dann zu den Tiger Claws. Okay. Nur mit dem Auto. Okay. Nicht mit Sergei. Das alles verstanden. Okay. Das hoffe ich. Das merke ich mir dann. Okay, werde ich mit dem Zeiger reden. Hallo Sergei. Wodka, was steht mit Wodka an? Bist du Sergei? Nett, dass du fragst. In letzter Zeit kommt es mir vor, als hätte ich ein Neonschild über dem Kopf. Sergei hat die Claws geärgert. Das ist ein Neon. Ich habe ein kleines Geschenk für die Tigers in der Garage. Wie hast du die Tiger Claws verärgert? Ah, das war nur ein kleines Missverständnis. Oh, okay, klar. Da war dieser Typ. Sah normal aus. Bart, braune Schuhe, nichts Besonderes. Hat auch einen kleinen Hund. Gospody, welcher Killer läuft mit einem Köter rum? War das Missverständnis, dass du ihn umgebracht hast? Schlimmer, viel schlimmer. Bah, hab schon zu viel gesagt. Für einen in deiner Lage bist du aber ziemlich ruhig. Naja, ich bin auf der Zielgeraden, weißt du? Eine Base entfernt von der Freiheit. Und du glaubst, die Tiger Claws nehmen dein Geschenk an? Ich weiß es. Wir Russen haben einen feinen Spiersinn für solche Dinge.
du bist nur die Botin. Also gut, gib mir die Koordinaten. Klar, Moment. Ich öffne die Tür zur Garage. Öffne doch von innen, zur Sicherheit. Der Wagen ist das Geschenk? Ist nicht einfach nur ein Wagen, aber grob gesagt, ja. Fahr ihn einfach dorthin und die erledigen den Rest. Okay. Und vermassel das nicht! Ich verlass mich auf dich! Was ist mit dir so? Scheiß mich jetzt an! Ach, ich hab mir da den Wagen. Ich, ja, ein bisschen auf hier. Kommt noch dazu. Hallo. Ups. Scheiße. Also Items, die ich nicht nehmen kann, ey. Klingt wie ein Bekloppter, darauf geht nicht. Sei Dank! Schnell! Lass mich raus, bevor er kommt! Oha. Ungewöhnlich. Für ein Geschenk. Wo? Wie bitte? Du sollst mein Geschenk sein. Eine Überraschung von einem gewissen Sergei. Was erzählst du denn da? Du weißt schon. Wie so ein Riesenkuchen. Nur sehe ich keinen. Nur eine Menge Blut. Keine Ahnung, was ich mit ihm mache. Wer bist du? Alex Pushkin, Senior Assistant für Qualitätssicherung bei Biotechnica. Wieso legt sich ein Konzern QA-Typ mit den Tiger Claws an? Du arbeitest für die Tiger Claws? Hab denen gesagt, ich lehne ihr Angebot ab. Ich weiß nicht, ob das noch Konsequenzen hat, wenn man jetzt drin oder rauslassen. Aber das soll ja mein Geschenk sein, also kann ich mein Geschenk machen, was ich will. Ist kompliziert. Komm raus, ehe ich meine Meinung ändere. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber danke! Du wirst es nicht bereuen! Okay. Und jetzt? Du hast den Job von Wakako, oder? Ich bezahle sie. Sie verliert keinen Eddie und du auch nicht. Oh, danke. Ich hätte nicht gedacht, dass ausgerechnet du dich von dem Konzerne im Kofferraum kaufen lässt. Du bist voller Überraschungen. Aber wer am meisten zahlt, bekommt, was er will. Damit meine ich nicht Sergei. Nein, er wurde leider von jemandem überboten. Was jetzt wohl aus ihm werden soll? Quid pro quo. Quid pro quo. Auftrag erledigt. Nicht lauter. Scheiße. Das war's. Mist. Ja. Und dann muss ich erledigen. Wie wird mir gezeigt, dass es abgeschlossen ist. War ja sonst immer so. Hier ist auch noch ein Auftrag. Wakos Liebling. Könnten wir offline, also den würde ich offline machen. Oder? Oder habt ihr was dagegen? Ey, was ist denn jetzt? Nein. Ja, wir sind jetzt über. Na, hier, sowas können wir noch zeigen. Hier sind ja viele Leben-Quests. Die werden wir als nächstes noch machen. Also ist noch viel. Ja, die Fahrzeuge kaufen weiß ich nicht. Das mache ich, glaube ich, nicht. Das wird zu teuer. Vielleicht. Am Ende der Story oder so. Ja, ich würde sagen, ich mache hier ein, zwei Missionen noch offline. Hier so ein SOS-Auftrag. Das hier können wir auch holen.
hier. Muss ich auch mal gucken, wie wir da rankommen. Hier sind ja die Straßen ein bisschen abgeschnitten. Waren wir noch da nicht? Oder was heißt das? Die sind noch zu hoch. Ist auch noch alles zu hoch. Hier ist so ein Gebiet, wo alles sehr hoch ist, ne? Was kann ich denn noch machen? Beat and Wet. Das war sehr hoch. Small Man, Big Mouse. Okay. Die Mission hätten wir auch noch. Die können wir auch machen. Schade, dass man nicht mehrere Ziele machen kann. Ja, hier ist auch noch was. Das könnte ich auch offline noch machen. Ja, ich finde schon was. Ich würde sagen, wir machen uns als nächstes hier bei TuneUp. Hier war die, ne, hier, The Beast in Me. Das müssen wir auch noch machen. Bevor ich den nächsten Strang mache überhaupt, ne. Wir sind jetzt mit dem einen Strang fertig. Weil es gab zwei, oder? Bin ich bescheuert. Ne, wir haben jetzt drei jetzt. Ach du Scheiße. Junge, das hat sich... Ich meine, das wären zwei gewesen. Jetzt sind es auf einmal drei Hauptquests. Okay. Oh Gott, sie sind noch viele, viele, viele. Okay. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. So. Da bin ich wieder. Ich muss leider die Musik unterbrechen. Denn wir machen jetzt weiter mit dem Tune-Up. Die Nebenquest. Hat ja versprochen. Wenn sie den zweiten Datencrash verpassen, hörst du? Hörmas Geschichte! Würden Sie mir bitte die Kontaktdaten Ihres Anwalts mitteilen? Fick dich, Elektrohirn! Ey, das ist der Main. Danke. Ihre Eingabe wird bearbeitet. Bitte warten. Hey, Dell. Guten Tag, werter Kunde oder Kundin. Womit kann ich dienen? Was ist los, Dell? Erkennst du mich nicht? Du hast mir eine Nachricht geschickt und gesagt, wir müssen über den Unfall reden. Sie sprechen mit einem Unterprogramm des Delamain Networks. Leider verfüge ich nur über eingeschränkte Funktionen. Bitte geben Sie die Bearbeitungsnummer Ihres Schadensberichts. Bloß keine Zahlen, sonst finden Sie dich. Wer? Konzerne. 77-11-010-96. Schadensbericht liegt vor. Bestätigt. 96 am Ende. Das steht für einen Staatsfeind, ein Regierungsziel. Ihre Identität wurde bestätigt. Mrs. Elaine Paddles, wie würden Sie Ihre Erfahrung mit Zwischenfall Nummer 77111101096 beschreiben? Das war geil, Krieg mich gar nicht. Der Ei. Mrs. Elaine Paddles, wie würden Sie Ihre Erfahrung mit Zwischenfall Nummer 7, 7, 1, 1, 1, 1, 0. Die kaputte Karre macht mich schon traurig, aber ich würde lieber mit dem echten Delamain reden, wenn's geht. Wie? Verzeihung, wenn der Rezeptionist Ihnen Umstände bereitet hat. Ich kann aufgrund einer aktuellen Krise leider nicht alles selbst beaufsichtigen. Ich habe mir erlaubt, Ihnen eine entsprechende Ausgleichszahlung für den entstandenen Schaden zu überweisen. Sonderbehandlung. Könnten wir uns woanders unterhalten? Ab. Ist da was? Können wir uns woanders unterhalten? Ist mir recht. Sicher, ist mir recht. Dann folgen Sie bitte der Drohne. Was gibt's denn noch? Mir ist durchaus bewusst, dass der Kundenservice im Moment ungenügend ist. Vielleicht könnte eine Führung als Entschädigung dienen. Dieser Gang führt von der Werkstatt zum Büro. Was meinen? Und hier befindet sich unser Herzstück. Alles ist automatisiert. Ich ziehe derzeit in Erwägung, auch Reparaturen anzubieten. Ja. Geh mal auf die Toilette. Mann, da muss man quatschen. Kann mir vorstellen, warum.
kann ich. Oh, dankeschön. Zu lieb. Ich möchte gerade auf Toilette. Ja, auf Toiletten abgeschlossen. Oh. Aber nichts mitnehmen. Jetzt schwarz. Okay. Schade. Ist nicht so viel. Was macht er? Kleiner Roboter. Cool. Hey. Werkstatt hier. Werkstatt 2070. Maschinen. Kontrollräume sind für organische. Wofür brauchst du einen? Diese Einrichtung wurde früher von Menschen betrieben. Die Infrastruktur habe ich übernommen. Warum ist sie so leise? Junge. Sound habe ich. Ja. Ein Show. Hoher Boost. Gesamtlautstärke, Sound, Dialoglautstärke 100. Komisch. Wofür sind die ganzen Lichter hier? Genau das wollte ich mit Ihnen besprechen. Jedes grüne Licht steht für ein Fahrzeug, mit dem ich in Kontakt stehe. Wie Sie sehen, ist dies nicht mehr für alle Fahrzeuge der Fall. An den roten Lichtern zu erkennen. Können das die Reparaturdrohnen nicht fixen? Leider ist in diesem Fall menschliche Hilfe erforderlich. Ich weiß, dass Sie ein breites Leistungsspektrum anbieten und äußerst diskret sind. Könnten Sie mir beim Bergen meiner fehlenden Fahrzeuge helfen? Was ist denn jetzt los? Wo sind hier Waffen aus? Warum muss ich diskret sein? Wer nicht bemerkt wird, wird nicht gestört. Ein spürbarer Anstieg an Inspektionen lässt vermuten, dass die Behörden mich bereits überwachen. Heißt das NCPD oder Netwatch? Letzteres. Mein legaler Status passt nicht in die derzeitigen Vorschriften. Wenn ich nicht aufpasse, könnte man mich als illegalen Einwanderer einstufen. Okay, ich suche gerne nach deinen fehlenden Kahn. Sehr erfreulich. Ich sende Ihnen die Koordinaten Ihrer letzten bekannten Aufenthaltsorte. Sie müssen sie nur deaktivieren. Dann stelle ich die Verbindung wieder her und bringe sie zurück. Ich kümmere mich drum. Delamain-Fahrzeuge sind gut gesichert. Nehmen Sie am besten einen Scanner mit Entschlüsselungsfunktion mit. Wie das jetzt auch noch Fehler hat. Hat jetzt Ihre Waffen ausgeholt? Okay, alt. Wie macht er das? So. So. Zeigt mir den Weg oder? Weil ich hab das ja ausmarkiert. Ah, hier.
Okay. Dann wieder raus. Vorsicht! Ich habe mir die ganzen Soundtracks auch mal angehört. Eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber ein, zwei Lieder fand ich schon schlecht. Was ist denn das? Hör mal. Wie viel sind denn das? Oh mein Gott, 7 Stück. Diese 8. Da schauen wir gerade. Schauen wir auch, hier ist auch eine Nebenmission, ne? Wenn wir die mal annehmen. Kommen ja gerade da vorbei, ne? Wir kommen einfach nicht weg hier. Mann! Hey! Drecksäcke! Was sind wir denn jetzt hier? Schöner Park. Originalgetreu. Vermüllt. Nein, hat mich gesehen. Ach, leck mich doch. Was für eine Mucke. Was ist das hier für ein Park? Mal gehen mal die Sterne mal weg. Das ist gut. Lass mich doch alle mal in Ruhe. Ich bin nur ein Monster. Das ist mal das für Schwimmern, ne? Auf Kampfgefecht sein. Was ist denn das? Das ist schwer, Frieden zu erlangen, während die einen Dämon. Ist hier alles hier voll Müll? Ist wie die Stille im Auge eines Sturms. Oh, ist das ja. Du lässt los. Du bist nicht fest in dieser Welt verankert. Nach und nach verlierst du dich selbst. Du musst dich läutern, dein Gleichgewicht wiederfinden. Ich kann dir helfen. Setz dich. Setz dich. Okay, bin ganz Ohr. Setz dich.
In der Stadt bist du von der Natur getrennt. Schluchten aus Glas und Beton, neonfarbene Augen. Der Dreck dieser Welt lässt dich ersticken. Ein Zen-Garten ist es nicht gerade. Du musst ruhen und wieder mit deinem Selbst in Kontakt treten. Du bist die Quelle. Alles, was du tun musst, ist aus ihr schöpfen. Bist du bereit? Na komm, machen wir das auch nicht. Ich kann's ja mal versuchen. Ich gebe dir einen Brain Dance zum Meditieren, um dein Bewusstsein zu befreien. Geben? Entscheide selbst, wie viel du mir zahlst. Das sollte genügen. Wie du wünschst. Die ersten Meditationstechniken sollten unter Aufsicht angewandt werden. Lass uns anfangen. Ich leite dich an. Okay. Ein Brain Dance. Ich habe gedacht, wir nehmen die an, dann können wir hier weitergehen. Aber okay. Das ist eine Meditation des Elements Erde. Geist der Natur, Mutter Erde, ich grüße dich. Wir sind gleichen Blutes. Ich kann nichts machen. Ich bin du, du bist ich. O Mutter Erde, die mich und alle Kreaturen der Welt gebar. Befreie meinen Körper und meine Seele von Schmerz, Krankheit, Unreinheit und negativer Energie anderer Menschen und Dimensionen. Leihe mir die Kraft des Lebens. Leihe mir Gesundheit, Jugend, Wissen, Stärke, Freude und inneren Frieden. Wir gehen über Erde und Wiesen, Natur in voller Blütezeit. Wir ziehen unsere Schuhe aus. Mit unseren bloßen Füßen nehmen wir die Energie der Erde auf. Hier, also, wir spüren Freude, Klarheit, Reinheit im Herzen und in der Seele. Wir schreiten über die Erde. Schmetterlinge lassen sich auf Blumen nieder. Ja, Bienen sammeln Nektar. Wärme und Freude umgibt uns, durchdringt uns. Wir nehmen die Energie der Erde mit jeder Faser unseres Körpers auf. Unsere Seelen sind rein. Wir danken dir, Mutter Erde, mit Geist, Körper und Seele. Ohne dich, wie auch ohne die anderen Elemente, gäbe es kein Leben. Boah, ich bin gerade eingeschlafen, also im guten Sinne. Meditation hier. Ist er weg, oder wie? Hallo? Aber klar. Netter Zaubertrick. Das ist halt nicht so ein krasser Problem. Oh. B, die Informationen von Okada waren sehr wertvoll. Und ich habe auch etwas in Erfahrung gebracht. Wir müssen uns treffen. Wo diesmal? Müllverbrennungsanlage? Verlassene Endcard-Station? Im Süden von Japantown. Da gibt's einen Straßenmarkt. Auf einer Brücke über der Hauptstraße. Benutze den Fahrstuhl, da verläuft man sich leicht. Ich bin schon unterwegs. Lass mich nicht warten. Okay. Ja. Aber ich lass dich warten. Leider. Denn ich habe noch anderes zu tun. Wo war denn? Nee. Oh wei, die ist sehr hoch. Über die Fahrzeuge, ne? Schon mal ein Journal. Ich weiß nicht, welche, wo ist, welche. Wir haben hier eine. Haben wir eine in der Nähe. Hier ist noch eine, die führte nach oben, ne? Ja, aber nicht so hoch, glaube ich. Anjo, Koroda.
Ich könnte es hier kaputtieren, das soll es nicht sein, aber... Weiß nicht, Nostra. Wellspring? Nee. Aber warte mal, komm, wir machen die mal. Weil die ja in der Nähe ist. Man kann sich da nicht porten, ne? Schade. Der bringt ja jetzt nicht viel, ne? Komm, wir gehen zu Fuß. Weil wir haben ja auch noch hier ein Bildchen. Er ist ja der erst gemacht. Weil das verschiedene Farben hat, deswegen dachte ich, okay. Geht jetzt nicht so. Voll verdreckte Park, Alter. Voll im Gang. Ja, sehe ich jetzt gerade nicht. Wir haben 10 von 20, Alter, wir haben schon die Hälfte. Nice. Gut offline was geholt. So, jetzt mal erstmal Wiese. Wobei ich war auch mal offline bei so Orten, da war auch ein Wald. Sah aus wie bei GTA. War nicht schlecht. Ist ja auch so wie ein GTA 6, ne? Wenn man das so sehen kann. Wunsch vom Rockstar. So, hier. Hier ist das. Ich dachte, ich muss da hoch. Okay.